Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir das Team of the Week 86 Plus Upgrade Pack am Start. Genau, letztes Mal gab es ein 85 Plus Upgrade Pack, was EA gedroppt hat. Da hatten wir Lautaro Martinez, der jetzt nicht der Beste ist, aber auch nicht allzu schlecht. Und dieses Mal erwarte ich aber auch nicht allzu viel. Es gibt wenig gute Spieler. Ich würde mir natürlich am meisten Neymar wünschen oder Mbappé. Und Tomori wäre aber auch nicht schlecht, würde gut passen zu meinem Theo Hernandez. Und ja, wir haben zwei Packs am Start. Mein Kollege Jenan öffnet auch seins. Also zwei auf einmal, zwei auf einen Schlag. Genau. Lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und sonst würde ich sagen, gehen wir rein. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. 3, 2, 1. Let's go. Und ich habe einen Ladebug. Ach, ich hasse EA. Ich habe mich noch nicht angeschaut. Ich mag Skip und schauen nicht, bis du fertig bist. Kannst du ruhig, ja, weiß ich nicht. Kann ich ja schon mal sagen. Wie du willst. Ach, Mann, ich glaube, es wird lang dauern. Ich habe groß Info. Oh. Welcher? 90er oder was? 90er, ja. Ja. Weiß nicht, ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, ist stabil, stabil. Ja, und wir warten jetzt auf mein Pack, EA. Hat heute keinen Bock. Ja, während wir warten, könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr aus eurem Pack gezogen habt. Und einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Ja. Ach je, ey. Ich schaue so lange mal auf Footbin, was man alles ziehen kann. Natürlich Mbappé im Shop, der treten jetzt ja Probleme auf. So, jetzt geht das Pack auf. Casemiro gibt's auch, Salah gibt's noch, De Bruyne. Es ist ein Workout. Senegal, Mani. Oh! Digga, der ist auch geil. Oh mein Gott, okay, da hat sich das Warten gelohnt, Digga. Let's fucking go, Leute. Das Warten hat sich gelohnt. Wir ziehen 90er Sadio Mané. Richtig geile Karte. Passt zwar nicht in mein Team, aber kann ich trotzdem einbauen. Kann er Mittelstürmer? Er kann sogar Mittelstürmer. Let's fucking go. Und der Bré kostet sage und schreibe 200k. Richtig, richtig nice, Jungs. Das war's mit dem Pack, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer das der Fall ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.